sind wir wieder, wir beide. Du, das Hörende, und ich, das Gehörte. Hier ist niemand sonst weit und breit. Das ist das Einzige, auf was es zu achten gilt, bei allen Arten dieser Audios. Du bist ganz allein mit diesen Worten. Da ist keiner, der sie erzeugt, außer dir selbst. Und deswegen heißt es hier auch, aus dem Haupt der Stadt im Deusland. Deus, Latein, für Gott. Stadt habe ich schon öfter in den Audios erwähnt, bedeutet immer, aufgrund der Gradlinigkeit, der unnatürlichen Formen, bedeutet immer Verstand. Auch alles, was dafür steht, Bahnstrecken, Auto, Bahn, Leitplanken, das symbolisiert alles dein Verstand. Wenn ich sage, aus dem Haupt der Stadt, dann bedeutet es aus dem Haupt der Kopf, in dem der Verstand stattfindet. Mit dem Kopf ist nicht dein Kopf gemeint, der auch nur diesen wirklichen Kopf symbolisiert, sondern der Rahmen des Bewusstseins, in dem dieser Verstand überhaupt sichtbar werden kann, in dem der stattfindet. Und das alles findet im Deusland statt, im Gottesland. Das ist quasi das Nichts, in dem dann ein Bewusstseinsfeld auftaucht, in dem sich Formen bilden, aus dem Haupt der Stadt im Deusland. Das ist nur wieder mal eine typische Ausschweifung am Rande. Ich wollte eigentlich vorab zu dem Audio, was jetzt folgt, nur noch ein paar Dinge erklären, noch ein paar technische Sachen. Und zwar einmal die Kommentare. Es verschwinden ganz oft Kommentare. Nur zur Info, das bin nicht ich. Ich lösche keine Kommentare. Ich sehe einfach nur manchmal Kommentare als Mitteilung und sobald ich sie dann anklicke, um sie zu lesen, existieren sie nicht mehr. Ich weiß nicht, ob die Kommentatoren das selber löschen oder ob es seitens von YouTube da irgendwas passiert. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jedenfalls keinen Einfluss drauf, wenn Kommentare verschwinden. Ich bin es auf jeden Fall nicht. Dann immer noch kommen die Fragen über den Bochum-Vortrag. Wer das noch nicht weiß, der Bochum-Vortrag ist dieser zweiteilige Videoreihe Amaretto über das Universum und die Genesis. Das sind bisher zwei Teile, es gibt aber insgesamt vier. Und ich habe ja auch gesagt, erst in Teil 3 gehe ich eigentlich so richtig auf die Details ein. Detail 1 und 2 war nur zur Vorbereitung, zur Erklärung, wie das zu sehen ist, was ich dann erklären möchte. Die kommen auf jeden Fall, das ist nach wie vor geplant, aber ich möchte erst alle anderen Audios verwenden. Wir haben noch ungefähr 9 Stück von 2018 und von 2019 sind es nicht viele, da sind es glaube ich nur noch 4 oder so. Und dann zum Abschluss kommt dann Teil 3 und 4 vom Bochum-Vortrag. Teil 3 ist wieder ohne Video und Teil 4 ist wieder mit Video. Das habe ich schon mal erklärt. Das hatte damit zu tun, dass der das Video, wir haben das Audio mehrfach aufgenommen aus verschiedenen Soundquellen, hätte ich fast gesagt. Ist nicht falsch. Aber das Video hat einer aufgenommen, der am Tag zuvor halt auf einer richtig krassen Party war, ich glaube ein Rave oder so, mit viel Drogen, der war ein bisschen out of order und hat ein paar ab und zu verpeilt, halt zu drücken, aufzunehmen. Deswegen gibt es vom ersten Teil kein Video und vom dritten Teil auch keins. Die kommen also nach wie vor, aber erst am Ende. Dann geht's wieder um Klänge, geht's eigentlich immer. Ich persönlich finde immer die Titelversprechen immer ein bisschen zu viel und es wird nicht explizit das erklärt, was im Titel steht, aber das liegt daran, dass ich die Audios einfach so aufnehme und dass ich dann, wenn es ans Schneiden geht, mir einen Titel für dieses Audio ausdenke, eine Überschrift, einen Dateiordner, in dem das dann zu finden ist.
Hier kann man in dem Audio das erste Mal auch Sam hören. Da kannst du auch hören, wie begnadet er wirklich ist als Musiker. Das ist halt wirklich, Jazz ist eine der anspruchsvollsten Musikrichtungen, die es überhaupt weltweit gibt. Und deswegen ist er auch viel besser geeignet, diese absolut komplexen Audios überhaupt zu schneiden. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie unheimlich komplex dieser Vorgang ist, weil man einen ganz langen Abschnitt hört, denkt, den kann man rausschneiden, der ist nicht relevant, aber dann mache ich irgendwelche Bögen, die 20 Minuten später überhaupt dann erst wieder zusammenführen zu dem scheinbar Unnötigen, was ich da erklärt habe. Und das alles gleichzeitig im Kopf zu behalten, ist eine unheimlich komplexe Aufgabe, erst recht, wenn da Audios über 3 oder 4 Stunden lang gehen. Und das beherrscht der Sam einfach sehr gut. Und der hat Gott sei Dank auch noch Spaß dabei. Und hier kann man jetzt erstmals auch mal was aus Sams Feder hören. Also alles, was jetzt folgt an Musikstücken, hat er alles selber eingespielt. Und ist alles original von ihm. Ich gehe mal davon aus, dass das auch einfach spontan, intuitiv in ihm entstanden ist. So wie das halt. Ich habe nicht viel Ahnung von Jazzmusik, aber ich weiß, dass da ganz oft viel intuitiv und improvisiert ist. Und ich meine, das Wort Jam Session, was ganz oft ja im Jazz so stattfindet, heißt auch übersetzt unkontrolliertes Zusammenspiel. Also es gibt keine Kontrolle, keinen Aufbau, wie etwas zu sein hat. Es gibt natürlich Jazzmusik, die hat das, aber oft, wenn Musiker einfach so jammen miteinander, gibt es kein Konzept, dann lässt man sich einfach gehen und in diesen Flow fallen, in diesen Klang, in diesen Sound, um den es ja auch in diesem Audio geht. Und von Welten in Klängen ist auch eine Anlehnung zum vorherigen Audio von Worten und Welten. Sam ist jetzt dabei, doch noch mal ein Special zu machen, noch ein bisschen was rauszuholen aus dem letzten Audio, weil das halt 1 Stunde lang ging. Das Original war aber, glaube ich, über 4 Stunden lang. Und da wird ein Audio kommen über Charles Bukowski, ein Dichter. Wir hatten einfach das Gefühl, da noch mal ein kleines Audio darüber zu machen. Und da das jetzt noch bearbeitet wird und ich dich nicht so lange warten lassen wollte, habe ich jetzt schon mal das Audio gemacht, was da drauf folgt. Ist wieder mit Norman. Ich glaube, das vorletzte mit Norman. Dann kommen wieder andere Leute. Ja, und jetzt viel Spaß mit dem Audio. Es war wieder ein krasser Sternschnuppennacht, ne? Also es kommt ein Sturm auf uns zu, der direkt irgendwie vor der Ostseite Deutschlands wieder abklaren soll. Ganz komisch, was jetzt passiert. Du auf einmal aus der Pistole geschossen. Hey, es soll wieder so eine Sternschnuppennacht haben. Es kommt ein Sturm! Das gibt's doch nicht. Das ist doch irgendwo dieses eine Rad. Wo habe ich das hingestellt? So viele Orte gibt's doch hier. Ja, habe ich mal erzählt, dass Sprachwissenschaftler sich einig sind, dass dieses Kana, ich glaube, es heißt Cannabossem, dass die das eindeutig mit Cannabis übersetzen und dass Jesus mit 2,5 Kilo Cannabossem eine Salbe hergestellt hat zum Heilen.
so interpretieren die das in der Bibel, aber die Sprachwissenschaftler sagen, dieses Cannabosem soll tatsächlich Cannabis sein. Stimmt ja auch mathematisch überein. Cana, Bosem oder Bisem ist ja dasselbe. Ja, stimmt. Und die Ethnologen, die sagen, es ist sehr unwahrscheinlich, dass eine Nutzpflanze mit so hohem Wert in so vielen Einsatzmöglichkeiten in der Zeit unbenutzt geblieben wäre. Ja, Ethnologe? Meinst du Ethnologe. Ich rede von also den anderen. Von Stammesforschern oder Völkerforschern, weil die sagen halt, diese Nutzpflanze in dieser Zeit, die hätten die niemals ignoriert als Völker. Die war offensichtlich voll im Einsatz in allen möglichen Varianten. Und was sind denn Etymologen? Wir sind Sprachwissenschaftler. Gut, okay. Dann habe ich das gut. Ethno und Ethymo. Logie, Sprache Logie. Gehört ja immer zu einem Volk. Und dann diese Wortknüpfung ist wieder unbeschreiblich. Mhm. Nur durch den Klang, ne? Ja. Du merkst, der Klang macht alles aus. O ist eine Öffnung, ne? Etimo? Ne, O, A, E, I, O, U, das ist das Leben in der Sprache. A ist der Schöpfer. Und alle anderen auch. A, E, I, O, U. U ist die Verbindung. Genau das gleiche wie V. Aha. Es gibt tausend Varianten. Ich komme auf diese Geometrierechnung immer noch nicht klar. Musst du nicht. Ich muss mir andere Wege suchen. Wenn es dich abtönt, dann ist es nichts für dich. Es interessiert mich, aber ich komme einfach nicht drauf klar. Wenn es dich interessiert, bleib dran. Ja. Also wenn dein Interesse dich dahin treibt, wirst du rausfinden, wie es geht. Und dann ergibt sich das von selber, weil du das dann in den ganzen Worten von selber siehst. Du bist keiner, der sich das logisch hindenken wird. Du wirst das Gefühl hinter den, so wie du das Gefühl hinter der Mathematik hast. Verstehst du? Du bist nicht einer, der das gelernt hat, sondern einer, der das sieht. Und wenn du die Bedeutung der 27 Lautwesen kennst, auswendig kennst, dann wirst du die sehen in den Worten. Und dann merkst du, warum die so heißen und warum die mathematisch so verknüpft sind im Wort. Mal gucken, vielleicht mache ich mir so ein Lernkärtchen. Das Zeichen, Rückseite, was es auf Deutsch ist und wie es heißt oder was es übersetzt heißt. Dieses von den 27. Ja, und empfehlen kann ich natürlich das Buch, das es natürlich auch kostenlos im Internet gibt. Ich glaube, das heißt Das Geheimnis der Buchstaben von Jan Jakob. Ach so, der Teil 2 von dem Band oder von den... Das ist ein anderes Buch. Ah, okay. Er hat mehrere Bücher. Das heißt nur Das Geheimnis der Buchstaben. Da geht es nur um die 27 Lautwesen. Ein Knallerbuch, auf jeden Fall ein Knallerbuch. Wird dich vom Sockel reißen. Und da geht er jeden Buchstabe durch. Und dann wirst du schon blicken, weil die kann man mathematisch zusammensetzen. Du lernst quasi die einzelnen Memory-Karten auswendig. Ach, okay. Und wenn du die dann umdrehst und siehst im Alltag und dann siehst du, die gehören zusammen, du siehst dann die mathematische Kette. Ach, ich muss es lesen, gut. Das Buch ist der Hammer für dich. Echt? Ja. Das ist Jan Jakob, du hast es ja selber gemerkt, der schreibt wie ein Gott. Der schreibt eigentlich nicht. Ich, vorhin bei der SMS, ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. Aber ich wollte zuerst ein Gedicht schreiben. Ich wollte es auch noch richtig ausbauen, weißt du. Obwohl es sich nicht gereimt hat, habe ich es gemerkt. Da wären eigentlich irgendwie noch 7-8 Zeilen mehr dazu irgendwie zugekommen. Das war mir alles gerade im Kopf, aber mir ist dann halt aufgefallen und er will doch nur wissen, wie lange ich noch brauche. Dann habe ich da noch drunter geschrieben, bin gleich da. So in der Art. So ist es, wenn da auf einmal was erkannt wird und dann willst du das mitteilen. Weil du ja trotzdem noch mit der Nabelschnur verbunden bist, hier Matrix-mäßig. Und trotzdem noch glaubst, dass da draußen jemand ist, der das verstehen könnte oder erfahren könnte, was du sagst. Und dann fängt man an, das zu formulieren.
und dann ploppen 1000 Möglichkeiten auf, die alle zusammenpassen für dich. Und dann schreibst du vor dich hin und dann merkst du, ach, das geht gar nicht. Ich könnte das sagen oder das und am besten alles gleichzeitig, damit man es überhaupt verstehen kann. Und dann merkst du, da kommt was aus der Nichtzeit und will ausgesprochen werden innerhalb der Zeit. Jetzt musst du es zerteilen, weil was Zeitloses in der Zeit zeigen, bedeutet, du musst es zerteilen, wenn du es zeigen willst. Ja. In Zeiteinheiten. Und du fängst an, die zu verteilen und dann merkst du, ich müsste 3 Tage noch weiterschreiben, um das auszudrücken, was ich sagen will. Ja. Und das ist das, was ich diese Bilder nenne, die ich da male, wenn ich solche Sachen erzähle. Da fange ich an zu malen und dann... Deswegen benutze ich diese Metaphern halt. Weil man dann von vornherein nichts kapiert. Gleich aufgeben. Dann hört man plötzlich. Ich war blind, doch jetzt kann ich mehr. Wow, guck mal. Totaler Vollmond. Jawohl. Wie krass. Und ganz klar. Und bei mir ein Stern. Wahnsinn. Hammer. Das sehen wir vom Platz bestimmt besser. Aha. Boah, wie hell der ist. Der blendet richtig. Schon fast sonnenartig. Ich hab so eine Aufnahme, wo meine Tochter mich so verarztet. Und sie hat ja so einen Arztkittel und so ein Stethoskop und Spritzen und so. Und auf der Aufnahme hörst du dann, wie sie mir das Wasser so auf den Arm spritzen will und halt sagt, ja, das macht sie gesund, weil das ist kein normales Wasser, das ist elektrisches Wasser. In dich geflogen? Also, guck mal jetzt, wie geil. Aber hat er wirklich nur einen Stern ringsherum. Armer, und der ist wirklich voll hell, wa? Ja. Er ist relativ groß, ist jetzt nicht so ein Riesenmond, wie es manchmal der Fall ist. Aber der steht ja auch schon ein bisschen weiter oben. Weißt du, ein Adlershof, immer wenn er weiter unten war, war er ziemlich groß und dann wurde er immer kleiner nach oben. Stimmt. Das war krass. Teilweise tagsüber, wenn der Mond wirklich weit über uns ist, weit oben steht, dann ist er so klein. Kennst du das im Sommer, wenn man den Mond sieht? Ja, tagsüber schon. Genau. Also ich weiß noch, ich kann mich noch erinnern, als Kind, da war das für mich absolut sonnenklar, der Mond, der kommt nur nachts. Also das war wie eingemeißelt, das war völlig klar. Richtig. Und dann irgendwann hat man den mal gesehen, ich glaube, das ist gut, ja. Da gucken wir auch. Ja, ich glaub, da verschwindet er genau hinterm Haus. Schade. Echt schade. Knapp. Geil. Ich meine, er geht jetzt rüber, aber wir könnten dann später auch da hinten hingehen. Irgendwann hat man den mal, das weiß ich noch, das war dann so in der Abenddämmerung oder Morgendämmerung, wo man dann den mal gesehen hat, obwohl es hell war. Das war dann schon mal komisch. Als Kind weiß ich noch, das war irgendwie besonders. Da dachte ich, da ist sowieso ein Finsternis. So dann kam es immer und immer häufiger. Genau, und dann irgendwann hat man den dann am helllichten Tag mal gesehen und dann auch an allen möglichen Positionen irgendwann. Mhm. Also allein das ist auch schon wieder ein Hinweis, wenn alles jetzt gesehen wurde, dann ist er überall, dann ist er an jedem Fleck. Ja. Willst du auch eins? Nö. Ist Radler.
Ja, ach, ich habe letztens ein neues Wort gehört. Ein altdeutsches, saarländisches Wort für ein alkoholisches Mischgetränk. Pasching. Prascha? Nee, Parasch. Was war's denn? Was war denn drin? Alles. Das beschreibt einfach ein Mixgetränk. Nur auf ein altdeutsches Wort. Aus dem 17. Jahrhundert. Du kommst mit Sachen an. Ja, das habe ich letztens erst gesehen. Parasch. Ich google. Parasch. Du hast gerade sehr oft hintereinander das allererste Wort der Tora gesagt. Echt? Ja. Und es beschreibt im Grunde den Zusammenhang, den mathematischen Zusammenhang zwischen Sohn und Vater. Zwischen den beiden, aus denen das Universum besteht. Althochdeutsches. Nee. Altsaarländisches Wort aus dem 17. Jahrhundert. Klingt wie bei Jeopardy. Ja, das haben die mit. Es gibt auch so ein ähnliches Wort im Französischen. Nur komischerweise wird es identisch geschrieben. Aber es hat eine komplett andere Bedeutung. Ja, Saarland ist ja das nächste Frankreich. Ja. Und die vermischen sich, die beiden Sprachen. Das Pfälzische auch. Pfalz ist auch Grenze zu Frankreich und ist direkt wieder Nachbar vom Saarland. Komischerweise gab es dieses Wort in zig verschiedene Länder auf der Welt verteilt. Ja. Das kam ja auch noch hinzu. Das ist das Wichtigste an dem allen. Ja gut, bei einem war dann halt ein Doppel-E, bei dem anderen war ein Apostroph über dem E und nur eins. Hier war es auch am Ende ein E. Ich weiß nur nicht, ich komme nur nicht rauf, wie das heißt. Irgendwas mit SCH auf jeden Fall mittendrin und ein E am Ende. Ja, da gibt es auch so einen Hammer-Vortrag. Das ist ein sehr bekannter Typ, der sich halt gegen das System stellt, der als freier Mensch lebt und ein Riesenvorbild für viele Hunderte und Tausende ist, der aber sehr gemäßigt ist und liebevoll und der sonderbarerweise sehr ist ja logische Folge, das haben wir beide ja auch erlebt, dass wenn du dich mit dem System und dem Gesetz auseinandersetzt, landest du sehr schnell beim Kern und das ist die Sprache. Das, was sehr Seltsames in der Sprache zu entdecken gibt, wenn man sich Paragraphen und Gesetze durchliest oder ein bisschen Jura schnuppert, wie diese Sprache funktioniert, diese Rechtssprache, und dann landet man bei der Sprache und dann fallen einem seltsame Parallelen auf. Und die sind ihm auch aufgefallen, nur er ist ein sehr guter Redner und er hält auch ständig Vorträge und er geht dann sehr ins Detail. Jetzt mal nur als Beispiel, wo niemand von uns drauf kommen würde. Und das ist schon sehr komplex, das zu entdecken. Das gehört schon sehr viel Aufmerksamkeit dazu. Was ist ein Populus? Das Volk nennt sich Populus. Deswegen sagen die ja, das ist ein Populist. Das ist überhaupt kein Schimpfwort. Das Populus heißt Volk. Aber der hat jetzt gesagt, was ist denn Populus überhaupt? Was ist denn Population? Was bedeutet das Wort überhaupt? Populus ist das Volk, aber was ist eine Population? Ein Anwachs, ein Wachstum. Ein Volk machen. Und dann sagt er, dann geht er erstmal einen ganzen Schritt zurück. Und dann erklärt er, warum der Papst eigentlich der Eigentümer der ganzen Staaten ist und so weiter. Oder der Sklaven, der Menschensklaven, dass der Führer ist, der Papst, der als Stellvertreter Gottes. Und wenn von Bund die Rede ist, dann ist dieser Bund gemeint. Dieser Bund mit Gott. Und da er der Stellvertreter Gottes ist, macht er quasi sie zu seinen Sklaven. Deswegen das Sklavensystem, was ja die Kirche aufgebaut hat. Ja. Und der Papst wird auch Pope genannt. Ja, italienisch. Und oder Pope im Englischen, oder es gibt auch das deutsche Wort Pope. Okay. Und wenn ich etwas revolutioniere, dann habe ich eine Revolution. Wenn ich etwas renoviere, dann habe ich eine Renovation. Und wenn ich etwas
mit dem Papst mache, dann habe ich eine Population. Dieser unglaubliche Wortzusammenhang. Das ist nur ein winziger Ausschnitt aus seinem Vortrag, wo der plötzlich die ganzen Wörter rauskramt, was da eigentlich steht. Nur auf so eine Idee wäre gar nicht gekommen, das in so einem hohen Maß zu verknüpfen. Ja. Da hört einer richtig zu. Ja. Und wenn du den Text hier durchliest auf meiner Webseite, da findest du auch solche Dinge. Wo ich gesagt habe, ist kein Mensch der Welt, ist das aufgefallen, dass Intuition kein Verb hat. Irgendwas habe ich von deinem Text von letztens erst gelesen, aber ich weiß nicht mehr, welche Seite von den ganzen 4, 5 Links da. Und wo genau. Ich habe mir da irgendwas Schönes rausgesucht und einfach gelesen. Hat da irgendwie Bock auf Lesen. Das hat 5 Minuten angedauert und habe ich wieder aufgehört. Ja. Aber das ist schon heftig, so was da. Das ist einfach eine Kompletterklärung von A bis Z, was los ist. Mhm. Und Worte mit Universum hast du da wieder was erzählt gehabt. Genau, da ist dasselbe gewesen. Das ist mir selber aufgefallen. Das war nichts, was ich jetzt irgendwo aufgeschnappt habe. Deswegen habe ich auch von Anfang an im Vortrag gesagt, das, was ich hier beschreibe, das findet ihr nirgendwo im Internet. Weil ich habe es überprüft. Also ich habe selber danach gesucht, ob das schon mal jemand entdeckt hat. Nachdem ich es entdeckt hatte. Und da war unter anderem das Universum. Ich dachte, Universum und Universität? Und dann ist das nicht so, dass ich das eher logisch auffasse, sondern ich fasse es wie ein Musiker auf. Was steckt da für eine Emotion dahinter? Was ist das für ein Wellengang? Und dann höre ich, was ist eine Tät? Tätere. Aber was ist das überhaupt, wenn ich Universum oder Universie? Und was ist dann eine Universität? Und das kannst du nur sofort auf Täter interpretieren, weil das hat genau denselben Wortklang. Ja, aber genau das meine ich. Genau das mache ich nicht. Ah, okay. Weil das ist eine logische Aufschlüsselung. Okay. Wenn du das zerbrichst, wirst du gar nichts ganz machen. Und wenn du aber auf den Klang dahinter hörst, nur auf den Klang eingehst, hörst du das, wie das gemeint ist, wenn einer Universität sagt? Natürlich ist auch Tat drin, aber das, was es wirklich ist, das kannst du nur irgendwie sein. Mhm. Weißt du? Das ist wie wenn du dich in ein Fahrzeug setzt und du fährst los und du spürst intuitiv, wo das Fahrzeug aufhört. Mhm. Du bist das Fahrzeug in dem Moment. Ansonsten könntest du es gar nicht lenken. Und so ist es mit dem Wort genauso. Du kannst auch das Wort sein. Und dann weißt du, wo es anfängt, wo es endet und was du bist. Du meinst jetzt im Grunde einfach, du meinst, ich kann das nur erleben. Du kannst Leben reinbringen ins Wort, ja. Genau. Erleben. Da hast du auch durch den Wortklang, hast du bei dem Wort erleben auch durch den Wortklang gespürt, was es eigentlich sagt. Richtig. Das sind den Vibe gefühlt, den Flow. Das ist Musik. Es geht um Ton. Die Welt ist aus Ton gemacht. Oder der Mensch, der über alles herrscht. Er ist aus Ton gemacht. Jetzt kann ich von Leben reden oder ich kann von Musik reden. Ton. Oder von Wellen. Physik, Schallwellen, SCH ist der Buchstabe Shin und Shin bedeutet Logik. Schallwellen oder Schwellen sind logische Wellen und Schall, logisch ist alles oder Logik ist alles. Weil auf dieser Logik, auch wenn die Suchenden glauben, dass die Logik aufgelöst werden muss oder weggeschafft werden muss, sie wird auf alle Zeit das Gerüst sein, mit dem hier gebaut wird. Ja. Weil Logik heißt nur Logos, griechisch Wort. Und im Anfang war das Wort, das war das Erste, das wird immer sein. Und deswegen denken wir auch logisch. Wir beide verstehen jetzt unter logisch dieses Denken und sowas. Das ist nur ein Bild, was wir uns machen. Aber logisch hat mit Sprachaufbau zu tun. Und wenn du dann so Leute hast, die nicht schreiben und nicht lesen können. Logik ist ja klar. Logisch ist, wenn du es ist wörtlich komplett erklären kannst. Das ist logisch. Wenn du es errechnen kannst. Richtig. Ja, komplett erklären ist ja wie errechnen. Ist ja errechnen. Ja, okay, du umfasst es all, ja. Genau.
Erklären heißt auch wachklären. Ja. Er ist ja nur da, wenn er wach ist. Ich glaube, er ist auch hebräisch für wach. Aber das habe ich jetzt auch einfach nur interpretiert, also nicht interpretiert, sondern das habe ich einfach gewusst, sagen wir mal so. Ja, genau. Dass er einfach genau, das bedeutet, weil man hört es. Ich kann ja eher nur wahrnehmen, wenn er da ist, also wenn er wach ist. Genau. So. Punkt. Mehr geht nicht. Ja. Du kannst ihn nicht wahrnehmen, du kannst ihn nur sein. Aber der ist ja Wahrnehmung. Nee, nee, sein ist der, der es wahrnimmt. Also wenn du er wahrnehmen würdest, dann wäre er dir gegenüber. Aber du bist er. Aber wenn ich doch wahrnehme, muss ich doch sein. So meine ich das. Ja, aber dir gegenüber ist das, was wahrgenommen wird. Ja, gut. Und wenn du er wahrnimmst, dann ist es dir gegenüber. Du bist aber er, deswegen kannst du er nur sein und nicht wahrnehmen. Alles klar, jetzt habe ich, danke. Und deswegen, du kannst diese Stimme wahrnehmen, ganz egal welche, auch deine eigene. Aha. Aber ja. Du bist der, der sie wahrnimmt. Der ist immer eine Stufe höher, über allem. Aber was ich sagen wollte, das ist, was ich meine, dieses eher, du spürst einfach, was es ist. Und das ist ja, Musik ist ja das Beispiel im menschlichen Dasein. Und es gibt in jeder Kultur, es gibt keine Kultur ohne Musik, egal welcher Art. Das ist alles kein Zufall und auch das, was es mystisch bedeutet in unserem Leben als Mensch. In dem Moment, wo du Musik hörst, bist du die Musik. Je tiefer du das erleben kannst, desto gewaltiger ist Musik für dich. Und das kannst du auch mit dem Wort. Du kannst das Wort sein. Du bist ursprünglich sowieso das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und nichts, das geworden ist, ist gemacht durch dasselbe, das Wort. Das ist das Geheimnis des Wortes. Und gerade heute habe ich eine Frau kennengelernt und da kamen wir dann auf das Tanzen. Ich finde es so goldig, wenn Frauen tanzen, ne? Und ich verstehe das Tanzen halt nicht, weil ich selber den Drang zu tanzen nicht kenne. Und ich habe irgendwann mal gelesen, dass Musiker unter Umständen ein anderes Taktumsetzungsvermögen haben. Ich kenne das so, dass wenn ich Musik höre, dann kriege ich den Drang zu singen, aber Drang zu tanzen kenne ich halt nicht. Es ist also verlagert einfach nur. Mhm. Und ich habe dann erzählt, dass ich halt glaube, dass ich habe da mal so eine Theorie einfach auf die Beine gestellt, weil ich das Tanzen so faszinierend fand. Und allein schon dieser Spruch, wenn eine Frau sagt, ich muss heute Abend mal wieder tanzen oder ich freue mich so, wenn ich wieder tanzen kann und so. Das kennt ja jeder. Aber was ich nicht verstehe, das hat mich schon immer fasziniert. Und das lässt mich dann nicht los. Und über das Tanzen habe ich viel nachgedacht und es macht mir immer noch Freude darüber zu sinnieren. Und ich habe einfach gedacht, wenn du im Mutterleib bist, dann hörst du Sound gedämpft. Das heißt, in erster Linie kommen die Bässe durch, weil die eine Schwingungsfrequenz haben, die mehr Masse durchdringen kann. Mhm. Und dann so im Hintergrund hörst du dann irgendwelche Höhen. Jetzt stell dir mal vor, zum Beispiel, du bist im Mutterleib und deine Mutter läuft ganz normal. Jetzt schwingt es ja hin und her und zwar in einem Takt. Ja, und das permanent. Irgendwas, es könnte sein, dass durch dieses Gluggern zum Beispiel oder durch was auch immer, es könnte sein, dass da ein Beat entstehen könnte, ein Bassdrum, die Drumlinie. Und dann macht es bum, 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 bum oder so bum, bum. Hast du noch andere Geräusche boom. Von außen? Und dann könnte es sein, dass zum Beispiel die Jacke raschelt oder irgendwas, was dicht am Bauch ist oder eine Tasche oder so. Und dann hast du die Snare oder das Hi-Hat. Ja, aber innen drinnen hörst du das halt nicht mehr so richtig rascheln. Nee, aber wenn es direkt am Körper ist, dann hörst du das. Aber das ist dann eher in Form einer Snare. Tsch, tsch, oder tss, tss. Das klingt jetzt natürlich nicht wie meins. Mhm. Aber wenn du unter Wasser bist und einer macht dieses Zischgeräusch, ja, dann klingt es wie ein Hi-Hat oder eine Snare. Ein geschlossenes Hi-Hat. Tsch.
Und dann dieses Buh, Buh. Das ist ja viel deutlicher, das ist viel präsenter. Aber du wirst ja währenddessen im Rhythmus rumgeschwungen. Und das in dieser Gottesfülle sozusagen innerhalb des Mutterleibs, wo du ja noch völlig eins mit allem bist, was ist, mit jedem Geräusch, mit allem, was du hörst. Und dann bist du das, was da ist. Und das könnte man im Grunde schon den Urtanz nennen. Die Grundlage für das Programm Tanz in der Welt. Der Urgrund, jetzt als Boden gedacht oder als Fundament, der Urgrund, warum Tanzen existiert. Weil dir kann niemand, frag, wenn du willst, dir kann niemand eine finale Antwort geben, warum es Tanzen gibt. Warum es diesen Impuls gibt und was der soll. Und da kannst du mir mit Kultur kommen, so viel du willst. Wenn ein Kind einen Rhythmus hört, fängt es an zu tanzen. Richtig. So, und wenn du jetzt im normalen Erwachsenenleben in der Disco bist und du hast keine Ahnung warum, das geht wie von selber, aber auf einmal kommt dieser Beat. Und zwar so, dass dein ganzer Körper das wahrnimmt. Und schon ist der Impuls gegeben, weil das ist ein Bild, was zusammengehört, ja, und das entsteht einfach. Das baut sich auf, da wird das Programm Tanz ausgelöst, weil dasselbe vorhanden war. Und dann schwingst du deinen Körper im Takt rum. Das Älteste, was die ja draußen sagen hier, das ist ja, dass er ausschließlich dafür da ist, um Glücksgefühle etc. Pheromone auszuschütten. So ein Scheiß. Ja, aber wie kommt denn wer erstens mal und zweitens, wie kommt der auf diese Idee? Richtig. Wozu realisiert er die? Nicht, wie kommt der Tänzer da drauf, wie realisiert er diese Idee des Tanzes? Das realisiert er nicht, das passiert einfach. So wie ich es im Bohm-Vortrag gesagt habe, der überlegt nicht, ich mache das nächste jetzt so und so. Das passiert einfach wie Klavierspielen. Ja. Wie punktgenau wir jetzt die Stellen benennen können, er, der scheinbare Autor, oder er, das Wort, und ich, der dasselbe ist. Ich bin zwar nicht das Wort, aber ich bin der Auslöser, der mich selbst, der das wahrnimmt, zu erreichen versucht. Mhm. Es scheint so einfach, das alles zu sehen. Aber ich habe es immer wieder gesagt und ich sage es auch an der Stelle wieder. In 2 Jahren werde ich sagen, ich habe gar nicht gewusst, was ich da rede und was da stand. Also Fear and Loathing in Las Vegas, Alter, ich glaube, den muss ich mir mal wieder auf Symbolebene mal angucken. Allein die Szene jetzt, wo der wo der da hinten drin sitzt in dem Wagen und die sind voll mit Drogen bis zum Anschlag und er wird total paranoid und dann redet die Stimme in seinem Kopf, aber seine Lippen auch. Und dann ist so ein Zwiegespräch und er erklärt denen irgendwas und dann irgendwann sagt er, habe ich das gesagt? Oder nur gedacht? Haben die mich gehört? Und dann nehmen sie da so einen Anhalter mit. So ein schlaksiger Hippie-Studententyp, der keiner Fliege was zu leiden tun kann. Dann sitzt der hinten drin, die nehmen den mit. Und der vorne zieht sich noch mehr Koks rein oder irgendwas und schmeißt sich allerhand Zeug und dann irgendwann, dann hat er so eine Fliegenklatsche in der Hand und sieht halt völlig irre aus. Und dann irgendwann dreht er sich zu diesem Typen auf der Rückbank rum und sagt irgendwas. Bist du ein Korb? Hast du ein Mikrofon an dir? So völlig paranoid. Der geilste Drogenfilm ever. Das kann niemals, kann das jemand nochmal so irgendwie bringen. Der hat das so gut gespielt, ey. Was ist
mitgekriegt, was bei Kollega so abgeht, dass er sich öffentlich angelegt hat mit den Medien? Ein bisschen. Hast aber auch mehr oder weniger davon erzählt und das hat mir natürlich so direkt nachgeschlagen. Der Echo ist hinüber. Der Echo ist eingestellt worden. Definitiv ein erster Teilsieg. Das musst du erst mal hinkriegen. Können die Leute jetzt sagen, was sie wollen? Das war er. Ja. Mit Ankündigung. Er hat gesagt, wenn ihr den Krieg wollt, spielt den so lange ihr wollt. Und wir werden mal sehen, wer gewinnt. Er sagt ganz klar in dem Video, ihr habt die Möglichkeit. Es ist eure Sache, ob ihr weiter kämpfen wollt. Gegen Leute, die euch überlegen sind. Die Alten haben keine Ahnung von Hip-Hop-Kultur. Die haben keine Ahnung, dass es eine gewaltige Gemeinschaft ist. Vielleicht eine Kultur, die es in dem Ausmaß noch nie gab. Wann gab es denn eine weltweite Kultur? Zu welchen Zeiten? Die unterschätzen das vollkommen. Wenn die Hip-Hop beleidigen, beleidigen Millionen von Leute hier. Wie viele Leute machen selber Hip-Hop? Vielleicht 5% der ganzen Bevölkerung mittlerweile, weil das so einfach ist. Wie viele rappen? Vielleicht 10% der ganzen Bevölkerung, die ja gerne rappen halt, Sprechgesang machen. Einfach so zum Fun. Ja. Und wenn die Leute beleidigen, beleidigen sie die ganze Hip-Hop-Kultur. Und das sind jetzt nur die Leute in Deutschland. Aber Hip-Hop ist eine Weltkultur. Ihr kannst ja nicht einfach sagen, ihr seid Arschlöcher. Ihr, die ihr diese Musik macht, ihr diese Kultur vertretet. Wie kann man denn die Leute da hinstellen von wegen, die sind Antisemiten? Was geht denn mit denen ab? Vor was haben die so eine verdammte Angst? Mit diesem scheiß Antisemitismus. Dass man Leute umbringt, wenn man Textzeilen über Juden schreibt? Also was ist die große Befürchtung, dass man da immer dagegen hetzen muss? Genau wie damals die Gamer, Alter. Die wollten die Welt verklickern, die Gamer sind schuld an den Amok-Anschlägen. Die Spiele sind schuld, sind die noch ganz dicht? Wie kommen die auf so ein Pferd? Und das hält Kollege den jetzt gnadenlos vor den Spiegel. Er hat auch letztens wieder ein Video gepostet, wo er richtig krass abgeht, wo er richtig vom Systemaufbau spricht und dass die alle nur uns für alle dumm verkaufen wollen und so, da geht er richtig in die Vollen. Und ich sag dir, diese ganze Hip-Hop-Kultur, das hat was mit der neuen Generation zu tun, die wach werden wird, die auf eigenen Beinen stehen wird. Die werden die Alten ablösen. Die werden selbst alt werden, reif werden. Die Menschheit kommt in die Pubertät. Da erhebt sich was, was es noch nie gab. Das ist eine selbstbewusste Jugend. Die rappt. Es gab mal in Deutschland eine Zeit der Dichter und Denker, das war was sehr Besonderes. Ja. Weil sobald einer so tief ins Wort geht, hat es was mit Gott zu tun. Egal, ob wir jetzt von Einstein reden, von Kant, von Goethe, etc. Goethe. Das sind alles diese großen Denker, weil die so tief in das Wort reingegangen sind. Und ist es nicht im Hip-Hop so, dass es jetzt die ganze Welt macht? Ja. Warum Rap? Warum nicht Schlagermusik oder irgendwelche Musik? Weil das jeder kann. Aus demselben Grund, aus dem ich irgendwann in den Rap übergegangen bin, weil mir die normale Rockmusik zu wenig Zeilen hatte, zu wenig Platz für Worte, zu wenig Text. Deswegen bin ich automatisch in den Rap geboren. Hab mich reinentwickelt, rausentwickelt aus den normalen Songs. Und das ist der Punkt, warum Rap auf der ganzen Welt so eine neue Kultur, eine neue Denkart hervorbringt, weil die das Wort wieder in das Zentrum stellen, weil hier jeder authentisch sprechen möchte und das in Kunst verpackt und in Ton, da haben wir es wieder. Ja. Weil Gott nun mal sprach. Und guck mal, früher, egal zu welcher Zeit, es gab immer Themenbereiche, über die durfte man nie sprechen. Und diese aggressive Form des Hip-Hops, sich so drastisch mit Worten auszudrücken, weil jeder, der das macht, dem ist klar, dass das hier um Metaphern geht und nicht um echte Menschen.
Das ist die Metapher dahinter. Lügen haben kurze Beine, erzählt nicht von Beinen. Ja, richtig. Und der Punkt ist der, dass so aggressiv jetzt praktisch diese ganze Kultur auf der ganzen Welt, das eben so als es geht nur um die Worte, es geht ja nur um sich auszudrücken. Und jetzt wird über alles gesprochen. Es gibt kein Tabuthema in der Hip-Hop-Kultur. Es gibt kein Thema, über das nicht gesprochen wird. Und es gibt auch keins, über das nicht auch drastisch gesprochen wird. Richtig. Und hier wächst doch was vollkommen Neues, was es vorher noch gar nicht da war. Das sieht nur noch keiner. Ich sehe die Quellcodes in den Teilbereichen schon. Ja, ich lasse den rein, der mich erschaffen wird. Deswegen steht da ja Gott sprach. Und nicht Gott spricht, weil bei ihm ist es schon passiert. Ja. Das ist der aus der Zukunft. Ich bin der sich entwickelnde in der Vergangenheit. Ja, weil ich glaube, tief und fest glaube, dass mein Leben irgendwo dort entsprungen ist. Und aus der Nummer kommt man nicht raus, wenn man das nicht erstmal anerkennt, dass es so ist. Und deswegen bin ich der aus der Vergangenheit. Hm. Weil ich diese Welt der Vergangenheit erschaffe, weil ich in mir den Grundglaube habe, ich komme von dort, alles, was ich gemacht habe, war. Und da hörst du schon wieder dran, dass es der Identische ist, wie der, der in der Zukunft lebt. Weil bei dem war auch alles. Weil der alles schon gesehen hat. So eine alten Worte, das warte nicht. Ja. Also diese Wortform. Das ist sehr mysteriös. Wenn man die, schon allein, wenn man sie hört. Schon allein vom Klang. Und es wart Licht. Das ist das Geheimnis schlechthin. Warum? Also, da es ja so komisch geschrieben ist, kann hier keiner sagen, ich weiß genau, was damit gemeint ist. Sondern es ist nur, die lesen den Satz im Ganzen vor. Hm. Und dann interpretieren sie einfach, was uns das sagen soll. Aber schon diese winzigen Details außer Acht zu lassen, verfälscht ja schon das Ganze. Da steht nicht war, da steht wart. Da steht nicht wurde, da steht wart. Was soll das? Weil das ein Quellcode ist. Ja. Man lässt außer Acht, der in der Vergangenheit kann es nicht wissen, dass das die Sprache in der Zukunft ist. Die Endsprache, das Endstadium, der Endquellcode. Beziehungsweise die Offenbarung des Gesamtquellcodes. Ich war ja weiterhin erstmal obdachlos und ich weiß gar nicht, ich habe da, glaube ich, im Hostel gelebt oder so und dann bin ich erst ins Obdachlosenheim gekommen. Und aber als ich beim Jobcenter ankam, das war ja relativ in der ersten Zeit, da hatte ich mit Großstadt noch überhaupt keine Erfahrung. Und als ich da ankam, Jobcenter Marzahn, und da sind wir wieder, Marzahn, Hellersdorf, Alter, das war eine Schlange außerhalb des Gebäudes, die hatte vorneweg 80 Meter. Das war so unglaublich für mich, dass ich nicht darauf kam, dass das jetzt wirklich eine Schlange ist und die da ins Jobcenter wollen. Also ich dachte, das muss irgendeinen anderen Grund haben, warum die da stehen. Das kann dann nicht sein. Also mein Kopf ging das nicht als Möglichkeit auf. Dann kam ich da rein, ich bin an der Schlange vorbei, weil ich dachte, das kann nicht sein. Ich bin dann da rein halt, an der Schlange entlang. Und die Schlange ging da drinnen weiter in S-Form. Noch eine Kurve, noch eine Kurve. Ich konnte das nicht fassen, was ich da sehe. Das war für mich totaler Kulturschock. Wenn du auf dem Land ein Jobcenter besuchst, dann musst du erstmal in die nächstgelegene Stadt fahren. Ja. Und da bist du der Einzige. Und hier, Hellersdorf-Marzahn, stehen die 80 Meter Schlange auf der Straße und drin noch mal 300. Das war heftig für mich. Ich dachte, oh Gott, wie geht das nur weiter? Ah, das hängt doch mit den Plattenbauten zusammen, ne? Da waren sehr, sehr viele Arbeitslose. Ah, das ist Quellcode, Junge. Auch diese Sachen, so zum Beispiel, dass Stuttgart, wie heißt das Bundesland? Baden. Schwabe, ein Schwabe zum Beispiel, dass die sehr sparsam sind zum Beispiel.
ist ja so, was man halt sagt über den Schwabe. Das sind alles, wenn du das in deiner Realität prüfst, dann wird dir das auffallen. Das stimmt immer, immer ist irgendwas dran, so auch wo man hier über die Stadtteile sagt oder verschiedene Länder. Da ist überall was ganz Eigenes und das ist ja das eigentliche Bunte, was die jetzt zerstören wollen, indem sie das zu einem Brei machen wollen. Also ist immer was dran, an allen Gerüchen, auch mit Blondinen, das hat auch alles was zu tun. Aber der Grund liegt im Quellcode der Matrix. Hm. Dieses Blond, BL. Blöd. Blond, blauäugig, blöd, das ist ja das bipolare Licht. Oder in mir das Licht, hm. Dieses bipolare. Und dann gibt es ja auch, also diese Frau steht ja für Information im wahrnehmenden Geist, deswegen blond, blau, blöd, weil die Materie, die gar nichts verstehen. Das ist ja, das sind keine Zufälle. Und wir sagen ja auch blauer Planet. Hast du wieder zweimal BL, blauer Planet? Ja. Und warum blau eigentlich? Das ist, die ist ja nicht blau, die ist eigentlich bunt, die ist grün, die ist braun, die ist blau, die ist weiß. Aber wir sagen trotzdem blauer Planet, weil das ist blau, das ist die Frau. Das ist der Planet, Plan ist flach. Das ist die Fläche, in die wir jetzt reingucken, in die wir reinhören. Guck mal. Boah, Alter, das ist ein riesiges X. Ja. Zielmarkierung. Könnte auch ein Engel sein, wa? Und dieser Kopf da, in der Mitte von den beiden Flügeln, mhm. Der sieht auch aus wie ein Papagei. Oder ein kleines Äffchen. Ist beides dasselbe. Der eine äfft nach, der andere äfft nach. Stimmt. Geil. Okay. Das da oben ist eine umgekehrte 3. Ja, da gibt es doch so eine 3 in diesem buddhistischen Zeichen da. Die sieht auch so ähnlich geschwungen aus. Ich weiß nicht, ob es eine 3 sein soll. Ja, das sind ja 2 Wolken übereinander. Also 2 Wolken, die in 2 verschiedenen Ebenen sind. Ja, aber guck mal, da gibt es doch so ein Zeichen, wo dann diese liegende 3 ist. Da drunter ist so ein Halbkreis und dann ist, glaube ich, ein Punkt. So geht das Zeichen, so ähnlich zumindest. Ach so, ja. Da ist so eine liegende 3 irgendwie. Was ich lustig fand, gerade wo da unter diesem Papagei ist, hat er dieses eine Loch. Mhm. Ein paar Sekunden vorher konntest du eben gerade noch einen Stern sehen. Genau in der Mitte vom Loch habe ich gerade hingeguckt. Also wo es genau mittig war. Scheißloch. Sagt er nicht? Und der Typ aus dem 6. kauft sie gerne. Er sagt, Rosetten sehen aus wie kleine Sterne. Und das könnte Hast du gerade eine Rosette gesehen? Das könnte eine riesengroße Schwinge sein. Sieht voll aus wie eine Schwinge. So eine Engelschwinge oder sowas. Oder so Vogelschwinge. Weißt du? Oder eine schwingere Frau. Und der ist mega berühmt unter der Hand. Viele Ingenieure du meinst jetzt den Welt. Tesla hier, der erlebt, ne? Ja, ja. Nee, der Tote. Ach, der Tote. Von dem hat ja Tesla auch die vielen Ideen. Ja. Unter anderem natürlich. Aber der Original-Tesla, der. Ich meine, sämtliche Hobby-Ingenieure, Hobby-Bastler, Hobby, es gibt eine riesige Bewegung auf der Erde von Leuten, die halt Energie erzeugen wollen aus dem Nichts. Es gibt Millionen, die sich da nicht abbringen lassen von. Und gerade Tesla, Schauberger, auch die ganzen Physiker von Hitler damals, die Top-Physiker, Schauberger und was weiß ich, wie sie alle heißen. Einstein war der auch, ich glaube ja. Schauberger auch mit diesem ganzen Wasser, dieses ganze Zeug, dass da eine Wirbelkraft im Wasser versteckt ist und so. Hat er zum Beispiel auch gesagt, die Lachse,
die schwimmen flussaufwärts, aber die machen das mit fast null Energieeinsatz. Das hat vorher noch keiner bemerkt. Der hat es halt gesehen und dachte, das stimmt doch irgendwas nicht, das ist doch gegen die Physik. Und das waren die großen Physiker. Wenn die richtig groß werden, wachsen die aus der Physik raus und dann geht's in die Mystik rein. Und da gibt's Energien, das sind die aus dem dritten Jahrtausend. Und ich sag dir, das sind alles kleine Samen, die dieses Ich streut. Diese ganzen Millionen, die da jetzt irgendwo in mir da draußen stecken und tüfteln gerade an irgendeinem Motor. Ja. Allein YouTube ist voll mit tausenden solcher Community-Beiträge, weil das sind nun mal Communities, die sich da organisieren im Netz, von ganz alleine. So wie angeblich aus der Ursuppe sich Teilchen gefunden haben und dann ist die Welt entstanden. Genau das gleiche Prinzip. Ursuppe. Da wird ja auch in der Physik schon ganz klar angedeutet, dass alles mal eins war. Eine Ursuppe. Ja, also da kannst du nirgendwo hingucken in der Physik oder Chemie, egal welche Rubrik. Mhm. Da kannst du nirgendwo hingucken, wo nicht diese Symbolik erklärt wird, wie auch die Genesis genau dasselbe erklärt. Ja. Aus dem einen. Das habe ich im Bochum-Vortrag im letzten Teil erklärt. Aus dem einen, aus dem Ei. Ich habe gesagt, das sieht so aus, immer rund wie ein Ei. So ist der Samen, weil das kommt aus dem einen, der Erde. Da habe ich die Erde erklärt und mit dieser Form, warum die hat und so. Mhm. Das ist ja auch wieder die Null. Und dieser Same, wenn der jetzt anfängt zu keimen, vorher ist der ja rund. Eine Eizelle ist rund, wie von jedem Tier ist die Eizelle rund. Mhm. Jeder Samen, die innen drin in der Hülle ist, auch rund. Und auf jeden Fall ist es halt eins und fängt sich dann an zu teilen. Die Zelle, die erste Keimzelle, ist ja dann letztendlich rund. Und das ist ja der Quellcode, auf dem das alles, was du hier sehen kannst, aufbaut, egal was du sehen wirst. Und das kann nicht anders sein. Also wie soll man das denn sonst darstellen? Du kannst tausend verschiedene Geschichten erzählen, aber der Ablauf ist derselbe. Ob es jetzt ein Physiker erklärt, ein Christ, ein Indianer. Die haben alle dieselbe Schöpfungsgeschichte. Das ist ja das Einzige, was es zu finden gibt hinter all der Materie. Diesen einen Weg, der alle verbindet. Das bist halt du. Es gibt keinen anderen, der in Frage kommen kann, das weißt du selber. Wenn du hinguckst, kann es gar nicht anders sein. Ja, richtig. Egal, was du denkst, egal, was jemals gedacht wurde, dessen warst du Zeuge. Da gibt es auch nichts in deiner Welt, das das von sich behaupten kann. Nicht mal dein Körper. Ja, richtig. Und Christ wird sagen, Gott, der sieht alles. Und Gott sieht dein ganzes Leben, alles, was du machst. Bist du das nicht? Wer ist denn das, der da in Frage kommt? Das bist doch du. Du hast da alles gesehen, alles. Ohne Zweifel. Ja, richtig. Dann musst du Gott sein. Für einen Christ bist du Gott. Nur, dass der Christ es gar nicht kapieren wird. Niemals. Er wird zu sehr in seiner Religion gefangen. Oder befangen. Ja, aber nicht wegen ihm. Wegen dir. Ha. Du denkst ihn als gefangen, dann ist er's. Befangen. Befangen, gefangen, das ist egal. Hat alles zwei Pole. Aber der Christ ist nicht deswegen gefangen, weil er was Bestimmtes glaubt, sondern der wird es deswegen nicht verstehen, weil er Materie ist. Von dir geträumte Spritzer. Der Traum ist ein Spritzer von dir und das ist ein Typ, ein Spritzer von dir. Und natürlich kann er es nicht verstehen, niemals.
Der kann nicht verstehen, was du bist. Der ist von dir gedacht. Er hat nicht gesehen, was du gesehen hast. Kommt auch niemand in Frage sonst. Außer einer, der sagt, ich bin du. Aber dann kann er nicht die Figur meinen, die es sagt.